Moin Moin, mein Name ist Mathilde, wir spielen 7 Days to Die und mit mir spielt... Heinrich. Genau. Wir hatten es ja schon angekündigt, wir wollten uns diese coole Schlucht und diese Stadt in der Schlucht nochmal ein bisschen genauer anschauen. Ja, das kommt auf den Weg hin. Ja, da töten wir gleich. Gucken wir mal, ob wir einen Schatz finden oder so. Muss irgendwie schon an Indiana Jones denken. In den Canyon. Ach, da ist diese Wasserpumpstation. Ja, die Fahrzeuge lassen wir an der Wasserpumpstation stehen. Ja, wollten ja mit Frames so einen kleinen Weg darunter bauen. Statt immer durch die Mine zu gehen. Ja, in der Mine kommen sowieso wieder Viecher. Yep. Jetzt waren wir ein, zwei Tage nicht hier wegen der blutroten Nacht und dann werden wieder da Viecher sein, definitiv. Hat man damit schon angefangen? Ja. Cool, wusste schon gar nicht mehr. Mir ist ein bisschen warm. Mir auch. Da haben wir echt schon mit Frames? Das kann ich echt gar nicht... Ja, ich habe damit schon angefangen. Ach, du hast damit angefangen, weil ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Tja. You are hot, wollte ich nur mal sagen. Ja, das weiß ich doch schon lange, dass du bist. So, schöne Aussicht hier. Ja, so ein Canyon hat was. Man darf bloß nicht einmal daneben springen, glaube ich. Dann ist man tot. Oh, das könnte ungesund sein. So richtig tot. Toter als tot. T-O-H-T. Doppeltot. Oh, das war schon knapp. Oh, ich sehe da gerade, da ist so eine Kiste oder so. War mal da? Oh. Wenn du hier runter guckst unter dem Balkon, da ist irgendwie sowas Holzmäßiges. Da waren wir nicht. Kannst dich da ja mal hinbegeben. Ich baue weiter nach unten. Ja, ich versuche mich dahin zu framen. Wie auch immer. Warte mal, wir können doch von hier. Frame. Doch hier raus. Frame. Da ein Frame drauf. Dann holen wir unsere Axt. Na? Die Ecke braucht keine Sau, weg damit. Oh, ich bin mal gespannt. Truhe. Und wir haben ein Rezept für natürliche Antibiotika. Das hatten wir schon mal gefunden. Ja, ist eigentlich der Hit, wenn man es nicht schon hätte. Ich kann es benutzen. Ja, dann lernst du das. In diesem alten Medizinmann-Rezept der Apache-Indianer von Nave Gain oder so erfährst du, wie natürlich Antibiotika fertig werden. Jo, mach ich mal. Zack. Hab ich gelernt. Ich bin jetzt, ich fühle mich, Klüger? Klüger als vorher, ja. Das ist gut. Weiser. Älter. Häuptling hat zu mir gesprochen. So. Mhm. Kann ich hier irgendwo mein Frame hinballern? Ich hab's heute mit daneben schlagen. Das sind ja schon mal gute Voraussetzungen. Ja. So, jetzt heißt es hier Frames zurückbauen. Kosten ja auch alle Geld, ne? Teure Frames. Ah! Oh Gott. Nicht so schreien, das ist nicht gut. Entschuldigung, ich hatte da einen Frame hingesetzt und der ist einfach runtergefallen. Oh. Tschüss, Frame. Tschüss. Und ich wollte da eigentlich gerade drauf gehen. Tschüss. Ja, der meiner ist auch gerade so ein bisschen... Ja. Das war halt gerade, als ich da drauf wollte. Deswegen habe ich mich gerade ein bisschen erschrocken. Ja. Ah, hier geht's langsam besser runter. Düpp, 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 düpp.
Frames. Das ist ein bisschen was von Mario, ne? Ich bemühe mich hier eine vernünftige Frame-Treppe zu bauen. Nee, wie war das Song, wenn du gewonnen hast oder so? Das Level beendet. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Doch, das ist, wenn du die Flagge. Ja? Jetzt drauf hast, ja. So. Eine interessante Konstruktion, wenn man sich das so mal anschaut. Schon irgendwie ganz geil. Ja, für nebenbei so, ne? So, jetzt aber. Jetzt spielen wir Indiana Jones. Und der verlassene Tempel, oder? Tempel des Todes, mein Schatz. Tempel des Todes. Tempel des Todes. Oh, hier liegt ja schon ein Toter. Ja. Ich hab da mal was vorbereitet. Okay. So, wo wollen wir denn reingehen? Wir sollten auf jeden Fall zusammenbleiben. Ja, hier. Aua. Fangen wir mal links an hier. Okay. Ja, hier ist eine Tür. Ich klopfe mal an. Hallo? Dahinter geht's gleich weiter? Oder dahinter ist ein Stein? Okay. Ich dachte gerade, das wäre ein Geheimgang. Oh, ein Kochtopf. Nicht der erste, den ich hier finde. Ladies first. Danke. Hier oben geht's weiter. Dann gehe ich weiter. Ups. Boah. Vogel habe ich irgendwo gehört. Ja, ich habe ihn auch gehört. Er fliegt über uns, diese Ratte. Ah, hier geht's in so einen Berg rein, ne? Ne, gut, aber lass uns erstmal ruhig die Festung betrachten, ne? Oh, können wir auch machen. Gehen wir hier runter. Da hat auf jeden Fall jemand schon eine Frame-Treppe gebaut. Ja, ich glaube, das war ich. Damals. Damals? Ja. Vor langer, langer Weile. Hier unten ist nur ein Kamin. Ich doch. Also ich glaube, es geht wirklich einen Berg weiter. Okay. Muss ich wieder hochkommen. Vogel! Oh, oh, oh. Ah, hier kommt man hoch. Super. Hast du mal ein Frame? Was? Ey! Kommst du da noch hoch? Jetzt komm hierher. Keiner kann damit angucken. So, mal schnell. Oh, die nerven mich. Was sind das denn da? Ich sehe euch nicht. Gut, ich gehe ja mal rein. Achtung, Bauarbeiter. Toter Bauarbeiter. Schleich mal nach vorne. Da liegen zwei Tote, zwei Bauarbeiter nebeneinander. Hm. Die hatten sich aber lieb. Ja, ist doch schön, wenn die sich lieb haben. Oh, der rennt. Oh. Alter, danke. Zack. Den anderen hast du schon? Ja. Aha. Das ist ein abgesperrter Bereich. Warum so schwer? Ja, warte mal. Nicht kaputt machen. Oh, der kam schnell durch. Eieiei.
Alter, hörst du mal auf zu sterben? Da kommen gleich die Nächsten. Alter! Sehr gut. Ich muss mich verbinden. Ja, das sind langsamer. Aua. Ups, der war daneben. Hinter dir! Alter Schwede. Was geht denn da ab? Ja, warte mal, ich glaube, die buddeln sich hier irgendwo seitlich durch, oder? Klingt so. Das hört sich auch sehr nah an, irgendwie. Ja. Ja, hier ist das. Bist du runtergegangen, oder? Rausgegangen. Ah, aua! Ich sehe sie. Hinter dir! Hilfe! Ah! Ich weiß nicht, ob das schneller war. Lebst du noch? Ja, ja. Hallo. Verbinde mich auch mal vorsichtshalber. Oh, ich bin radioaktiv verseucht. Die haben mich erwischt, die Schweine. Du bist radioaktiv verseucht? Naja, das, ich bin verseucht. Ich sterbe irgendwann. Ja, bis jetzt ist das ja noch nie passiert, wenn man verseucht ist. Hm. Ah, da kommt schon noch einer. Geil, die Tür steht noch. Ja, links und rechts war halt einfacher. Großer Raum. Was ist denn hier hinter? Oh, ich habe keine Power mehr. Oh, hier sind Särge. Ja. Der ist leer. Meiner auch. Ah, oh, da hat man sich schon Mühe gemacht. Oh ja, ein Kochtopf. Ja, wollte ich schon immer mal haben. Hier ist ein Müllhaufen. Oh, er ist schon wieder out of stamina. Ihr Mann, trink doch mal was. Da ist gar nichts. Oh, hier eine Kiste. Mit einem Jagdgewehr und, naja. Oh, mit. Oh, Rezept für natürliche Antibiotika. Mensch, das kriegt man jetzt ja echt hinterhergeworfen. Hab's jetzt auch gelesen. So. Auf der Seite war ich schon. Wir haben ja gelernt, diese Dinger zu zerlegen. Jetzt habe ich wieder geschmiedetes Eisen. Ich zerleg die jetzt immer, die sind gut. Da war wieder mein Problem. Wenn du verseucht bist, glaube ich, dann geht deine Ausdauer richtig schnell runter. Das kann sein. Das war's. Echt? Geht's nicht weiter. So schade. Muss mal gucken, weil wir haben ja auch die Burg noch nicht fertig durchsucht. Vielleicht ist er auch. Ja, aber ich glaube, die Burg, da war nichts. Aber vielleicht gibt es noch einen anderen Eingang, das kann sein. Das fände ich ja schade, wenn das das schon wäre. Das sah so cool aus. Na, bloß als Basis würde ich das nicht benutzen, dieser ganze nee. Sand. Dann rennen sie dir ja durch. Yep. Oh, komm, Junge, einmal. Ja. Siehst du, 20 geschmierte Eisen. Sehr schön.
Also ich glaube, hier gibt es wirklich nichts mehr. Kochtöpfe sind hier, ja. Ja, okay. Schade. Ich hatte so viel erwartet von diesem coolen Ding. Ja, aber manchmal ist es halt auch nur einfach eine Ruine, ne? Ja. Schade. Aber wir können ja die Schlucht noch mal ein bisschen weiter langlaufen. Wenn wir schon mal hier sind. Oder? Mal hier so runter, denkst du, da kommt noch was? Keine Ahnung, aber man kann ja mal gucken. Ups. Wird einfach auch ein bisschen durch die Schlucht hinführen. Ja, und gucken wir. Weiter geht. Ich kann ein bisschen Aloe Vera sammeln. Genau. Und da drüben ist zum Beispiel auch eine coole Brücke über die Schlucht. Boah. Die können wir uns auch in die Luft jagen, wie Rick. Naja, ich glaube, du brauchst sie nicht mehr in die Luft zu jagen. Die sieht schon ziemlich kaputt aus. Das war Rick wahrscheinlich. Ja, genau. Nur, dass hier kein reißender Fluss lang geht. Ja, war mal. Ist ausgetrocknet. Weiß der Klima und so, ne? Hm. Wow. Hm. Was macht hier ein Business-Typ unten in der Schlucht? Runterfallen. Auf jeden Fall ist da wieder irgendwas Interessantes. Das Gebäude da? Ja. Da würde ich aber tatsächlich eher von oben dann rangehen. Oh, eine Damenhandtasche. 13 Dollar, ich bin reich. Juhu. Sieht auch ganz cool aus da oben. Ja, seitlich ist da gerade auch ein Zombie. Da runter. Oh ja, der kommt runter. Hui! Bumm. Der lebt ja noch. Warum brechen sich die Zombies nicht die Beine? Entwickler, wenn ihr das Video seht. Zombies müssen sich auch die Beine brechen. Oder die Beine müssen abfallen oder krumm sein. Ja, das war auch mal. Man konnte die Beine mal zerschießen. Warum nimmt man sowas raus? Ich markiere das hier mal. Als cooles aus. Oh, dann geh ich schon mal zurück, wenn du es markiert hast. Oder willst du die Schlucht noch weitergehen? Ah, ich glaube, ich bin hier gerade am Ende der Schlucht. Oh, warte mal. Hier ist ja... Auf der einen Seite ist ein Drop und meine Mission. Oh, dann gehe ich mal... Wandere ich mal schon mal zurück. Brauche ja eh länger als du, weil du hast ja mehr Ausdauer. Was hast du denn für eine Mission? Irgendwas finden. Okay. Genau, hier ist die Schlucht zu Ende. Dann hast du das Ende der Schlucht erreicht. Ja. Dann komme ich jetzt zurück. Oh, hier ist noch ein kleiner Stein. Oh, da zieht sich auch wie Kaugummi die Schlucht.
Ach, so weit weg? Ist schon ein ordentliches Stück Luft lang. Mhm. Oh, warte mal, ich kann hier jetzt mal diese geheime Stadt, die kann ich jetzt rauslöschen. Ja, ist ja nicht mehr geheim. Aber das sonst... eine Cracked Book kann ich eigentlich auch löschen. Sah cool aus. Auf jeden Fall. Ja, schade, dass da jetzt in dieser geheimen Stadt doch nur so wenig war. Aber cool war sie trotzdem. Ja, das war bestimmt schon eine Touristenattraktion. Die kannte schon jeder hier. Oder eine Ausgrabungsstätte, weil das waren ja alles Bauarbeiter. Ja. Oder die haben gerade dran gebaut, das zu einer Touristenattraktion zu machen. Mathildes coole Treppe. Ja, die ist hardcore. So viel hüpfen. Entschuldigung, dass ich es nicht komfortabler gebaut habe. Hättest du keinen Fahrstuhl bauen können? Alter, ich hab dir gleich einen Fahrstuhl legen. Das nächste Mal baust du dir deine Schluchtentreppe selber. Ja, ich geb dir gleich einen Mimmel. Ich baue schon mal die Frames ab, die brauchst du nicht mehr. Bitte? Hör doch die Frames da lassen, ich habe keine Lust, die abzubauen. Ich bin oben, ich würde sie auch lassen. Da hacke ich lieber einen Baum oder so ab, ey, das ist... Ja. Ja. Ich habe eigentlich keine Lust, jetzt nach Hause. Ja, es ist aber schon fast 18 Uhr, mein Liebster. Ja, gib mir einfach das Essen, dann bleibe ich hier. Wir können auch zusammen hier bleiben. Achso, ist dein Motorrad, ups. Ja, hier ist ein Haus. Also gegenüberliegend, da waren wir noch nicht drin. Mhm. Und machen wir da sicher und verstecken uns auf dem Dach. Ja, dann kannst du ja schon mal anfangen, das sicher zu machen, dann verstecken wir uns auf dem Dach. So, ich bin jetzt auch bei meiner Supertreppe angekommen. Ja, das Haus hat schon ein Loch, aber guck ich mal. Ich klopf mal an. Erstmal habe ich hinter mir so ein paar coole Gangster. Zombies. Yo, Gangster, was geht? Schon mal einen Bolz im Kopf. Also, diese gehabt. Treppe geht ganz schön auf die Kondition. Oh, der hält das aus. Nee, doch nicht. Oh, 4 Schuss und 4 Bolzen zurückgekriegt. Das finde ich gut. Du. Hallo, ist wer da zu Hause? Sieht ja hier schon ein bisschen ramponiert aus hier. Aber es gibt noch eine... Ja, ich höre jemanden. Juhu, ich bin oben. Hallo, hallo, wo seid ihr denn? Ich höre jemanden. Wo ist der denn? Hinter mir. What? Alter Schwede, willst du mich verkackern oder was? Wie kommst du denn nach? Kommst du denn hinter mir? Haus ist safe. So schnell? Ja, war nichts drin. Könnt noch mal rumschauen, aber... Da vorne ist noch eine Raststätte oder so, glaube ich. Die können wir uns ja auch angucken. Ich hole mir jetzt nur noch eine Kiste hier. Fahr ich doch schon mal hin. So, ich weiß ja nicht, wo dein Rallye-Punkt ist. Da. Ja, ist noch ein bisschen weiter weg. Ich wollte nur hier irgendwas zum Übernachten haben. Ach, komm mal so ran. Upsala. Ach, das habe ich extra weggeworfen. Will ihn nicht haben. Pflanzenfaser, geh weg. Bist du ein Händler? Was, ein Händler? Hier ist ein Händler.
Tasche. Den markiere ich aber mal sowas von gleich. Na gut, Händler kann man immer gebrauchen. Guck mal kurz rein, was der so hat. Aber ein anderes Gebäude war auch noch da bei dir, ja? Ich fürchte, das, was ich für das andere Gebäude gehalten habe, war einfach... Was hat denn der so im Inventar? Das könnte ja durchaus interessant sein. Ja, vielleicht ist aber, hat er mehr Besseres im Inventar, weil er weit weg ist oder so. Ha! Er hat auf jeden Fall ein ist gleich. Oh. Oh, da hinten ist eine Stadt oder sowas. Ich sehe Ruinen. Oh, cool. Also ich sehe ein richtig großes Aber Gebäude. Der hat auch nicht das, was wir so dolle begehren. Jetzt sehe ich den und ich erschrecke mich von dem. Also das Haus ist, glaube ich... Warte mal ganz kurz, gerade. Nee, das ist hier im Berg, was ich suchen muss, aber da ist ein Haus. Oh, das ist ja gleich, der blinkt ja richtig rot. Ah, gucken wir uns einfach das Haus an da, machen das safe und am nächsten Tag buddel ich mir was zurecht. Aua. Hat die dich gehauen? Aber hinten, das ist eine Baustelle. Du liebst ja die Baustelle. Ja. Das ist ein riesig großes zerstörtes Gebäude. Das ist schön. Das ist nicht schlecht. Ist hier da dein Rallye-Point, oder? Nee, da an diesem Hügel muss ich graben, aber... So. Hier können wir ja übernachten. Ah, ich habe sogar meine Schaufel mit. Nehmen wir uns das Obergeschoss, hauen die Treppen ab und dann ist es unser. Ja. Oh, hier ist... Auf der einen Seite schon keine Sau. Hm. Also bei mir hier oben ist Zombie leer. Hier unten auch. Da haben wir ja schon eine gute Übernachtungsmöglichkeit gefunden. Ja. Dann hack ich mal die Treppe klein, ne? Boah, ich helf dir. Oh, da ist doch jemand. Ja, ich hab hier auch noch Besuch gefunden. Kommst du nicht schreien, Junge? Aua. Arschloch. Jetzt bin ich runtergefallen. Mach die Treppe auch nicht ganz kaputt. So, jetzt kann ich dir helfen. Achso, du willst ja auch noch kommen, ne? Ja, ich stell dir vor. Oh, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Upsi, dupsi. Ups. Guck mal, wir können direkt in die Badewanne reinspringen. Ja. Haben wir noch ein kleines, nettes Versteck. Jo. Aber hier war ja auch wirklich nichts mehr. Hier ist noch ein bisschen... Oh, von hier kann man durchs zerbrochene Fenster die zerstörte Stadt sehen. Bam, bam. Und ich sehe Baum. Und ich sehe einen Hüpfzombie. Ups. Mach nur gerade so ein bisschen überall. Eigentlich ein sehr idyllisches Bild. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ich muss hüpfen. Wo ist hüpfen? Ja, ich habe gerade hier den Schrank durchsucht und bin da drauf auf was etwas gegangen, was einstürzt. Hm. Und bin wahrscheinlich deswegen nicht runtergefallen. Oh, gleich repariert. Ja. Meinst du, die Treppe reicht so? Ich mach die weiter kaputt. Ich hab Angst. Oh, du hast Angst. Ja, vor bösen Zombies. Oh. Die machen mich tot und ich rutsch schon fast wieder runter. Nimm das, Zombies.
ist eigentlich ein ganz cooler Anblick, so die Wüste, so am Abend. Ah, da muss ich auch gleich gucken. Ja, komm schnell, solange die Sonne noch da ist, die ist gleich weg. Warte, wo bist du? Auf dem Dach. Bist du auf dem Dach gekommen? Durch das Loch mit den Bäumen. Ah. Das kann nur hier sein. Und dann bist du wahrscheinlich hier so. Hier so. Und hier so. Mathilde und die zerstörte Stadt. Da ist auch eine Brücke, die ist auch im Arsch. Die sind überall Brücken, die im Arsch sind. Hm. Ah, da hinten rechts ist ein Motel. Richtung Süden. Ich sehe schon, die Wüste bietet noch viel zum Erkunden. Gerade da die Stadt da hinten. Ja. Also wir müssen uns mal... Irgendwie ist da dieser Staubwolke aber gerade. Ja, wir müssen hier echt mal gucken, dass wir hier in der Wüste irgendwie Zwischenbasis kriegen, weil das doch ein schönes Stückel weit weg von unserer Basis ist. Da müssen wir uns echt mal gucken hier. Vielleicht nehmen wir doch einfach das Gebäude erstmal hier als Zwischenbasis oder so. Ah, wir sind doch hier in der Nähe von dem... Vom Drop. Ja, Drop. Ja, vor allem, was ich auch als cooles Haus markiert habe. Ja? Das ist eigentlich hier jetzt die Straße nach Süden weiter runter. Und da kommen wir da eigentlich direkt hin, so wie das aussieht. Ja, da haben wir ja echt gut zu tun hier. Cooles Haus. Vielleicht ist das coole Haus dann auch unser neues Haus. Also wir bauen ja gerade eine Höhle für... Bergfestung für alle 7 Tage quasi. Und ja, dann braucht man eine Zweitbasis. Aber die muss nicht so groß sein und muss auch nicht viel aushalten. Ja. Aber die nächste rote Nacht wollten wir ja sowieso auf den Motorrädern verbringen. Stimmt, mit der Bergfestung hat er keinen Stress. Genau. Mal gucken, ob das so funktioniert. Das wäre echt cool. Ja. So durch eine Horde Zombies fahren oder so. Ich weiß nicht, ob ich durch die Horde Zombies durchfahren würde. Da hätte ich zu sehr Angst, dass die mich nachher vom Motorrad runterschlagen oder so. Oder so wie Rick, so eine Zombie-Horde umleiten. Bleib wach. Genau, bleib wach. Bleib wach. Mach mal Taschenlampe an. Ja, wenn euch das hier gefallen hat, dann... Und dann lasst doch mal gerne einen Like, einen Kommentar. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal am Ende hier, ne? Oder ein Abo. Abo ist auch schön. Abo ist auch schön. Abo schön. Jo. Also, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Wir schauen uns erstmal das coole Haus an und dann gucken wir mal. Nee, erstmal ein Schatz, dann dein cooles Haus. Ah! Da. Ist ja ein Loch im Boden. Ja. Wieso ist da ein Loch im Boden? Weil da wahrscheinlich wie mein Raum ein Frame war, der kaputt ist. Kommst du wieder raus? Ich hab da ein Loch habe ich zugemacht. Oh toll, da wollte ich gerade durchklettern. Warte, dann mach ich's wieder auf. Nein, ich gehe die Treppe lang. Oh, jetzt habe ich's aufgemacht. Ja, jetzt ist es zu spät, jetzt gehe ich zur Treppe. Oh. Einfach mal gucken, du hast doch eine Taschenlampe. Komm, ich geb dir Deckung und ich beleuchte dich. Leuchti, leuchti. Scheiße. Was lachst du so? Das ist fies, nicht lachen. Ich find's gut. Jetzt bin ich vor Lachen auch runtergefallen. Scheiße. Oh, Idiot. Das ist halt die Idiotin, die runtergefallen ist. So, ey, klau meine Frames nicht. Das sind meine. Ey, ich habe so viele Frames in der Schlucht gelassen. Na toll, du lockst die Zombies an. Ach, ich locke die Zombies an? Wer hat denn so laut gelacht? Das hören die doch nicht. Das sagst du. Oh. Ach, wir haben ja gar nicht aufgehört aufzunehmen. Ach so, ja. Okay, also gut, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.